Höhenmesser eingestellt, Funkgerät eingestellt, Frequenz stimmt, Trimmung ist eingestellt, Ruderkontrolle, alles freigängig. Alle Bruder auf den Knöpfe. So, dann auf Null. Prüfung der Windenstrecke. Ausklinkraum ist frei, Startstrecke ist auch frei. Dann für den Startabbruch, Wind kommt von links. Kommt immer noch von links. Das heißt, bei Seilriss sofort andrücken, Fahrt auf 100. Nochmal dreimal ausklinken. Mhm. Wenn unter 100 Meter, dann geradeaus Landung. Wenn über 100 Meter, dann mit dem Wind wegkurven, in diesem Fall nach rechts. Genau. Verkürzte Platzrunde. Gut. Und nach Hause. So, die Augen zu. Verriegelt. Es kann eingeklinkt werden. Aus! Ein! Er macht immer erst aus und dann machst du, ne? Alles klar. Ja, können wir das gleich nochmal mit dem Kurven üben? Ja, ja, das machen wir gleich nochmal. Das ist sehr gut. Genau, so, jetzt den Start. Mhm. Du bist jetzt, du steuerst ihn jetzt mal, du lässt einfach anrollen und brauchst einfach nur den Knüppel auf Neutralstellung halten. Ja. Und dann lassen wir so in sich langsam steigen und ab 50 Meter können wir steiler rannehmen. Ich bin aber dabei. Also. Okay, alles ja, das wollte ich hören. Ja, ja, ja. Ich habe meine Hand dann an der Startphase immer am Knüppel. Also, muss keine Sorgen machen. Geht die Sonne etwas höher, beim Start ist es noch doof, aber bei der Landung geht das ja jetzt schon mittlerweile. Mein erster Start war es ganz doof. Ja, jetzt geht's los. So. So halten. Ja. Halten. Genau. Und jetzt müssen wir etwas steiler ran. Ja. Genau. Und du hältst. So halten. Halten, ja. 120 Fahrt, das ist perfekt. Nichts passieren. Noch weiterziehen, okay. Ja, weiterziehen, wir haben noch genug Fahrt, alles gut. So. Wenn er dann langsamer wird, dann lässt man langsam nach. Los, und jetzt klingt er von alleine aus. Genau, super. Dann ausklingen. Nochmal prüfen, oder? Ja, dreimal klicken. Immer grundsätzlich. Es kann auch mal ein Seilriss sein, den man gar nicht so mitbekommt. Okay. Unter nicht so einem Druck. Ne? Ja. So. Okay, jetzt bisschen geradeaus. Erstmal geradeaus. Ein bisschen Tempo machen. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum das Horizontbild so wichtig ist. Muss man nicht dauernd auf die. Jetzt, genau. Ganz auch etwas langsamer. Trimmen wir den Flieger auch noch mal ein bisschen auf. Die Trimmung mitziehen mal ein bisschen. Ja, so. Und lassen wir stehen. Ja. So, und jetzt machen wir die erste Kurve. 90 Grad Kurve nach rechts. 90 Grad nach rechts. Gleichzeitig quer und sein oder einleiten. Einleiten. Ja. So, jetzt hast du die gewünschte Kurve. Ja. Wo lässt du den Leben? Achso, ja. Weiter. So, und jetzt nochmal ausleiten. Immer mit beiden. Ja. Genau. Zack. Sehr gut. So, ziehen wir wieder ein Stück geradeaus. Jetzt der Querabflug, quasi von der Rinde. So. Und jetzt nochmal 90 Grad kommen wir nach rechts. 90 vorher Grad. Vorher reingucken, ob da jemand ist. So. Und dann drehen wir ein. Gleichsinnig. So, jetzt hast du, glaube ich, nur mit Querruder gemacht. Nee, ich folge schon. Ja, an der Seitenruder ein bisschen zu wenig. Okay, alles klar. So. Machen wir mal eine zusammen gleich. Ja. So. Rechts gucken. Einleiten. So. Also richtig mit Schmackes. Ja, mit ein bisschen Schmackes. Ja. Und ausleiten. Zack. Okay. Jetzt nochmal das gleiche. Nach links, ne? Oder? Ja. Und mach erstmal, dass der Fahne in der Mitte ist. So. Ah ja, okay. Und jetzt nochmal. Einleiten. Ja. Genau, Ruder auf Neutralstellung. Ja. Das Seitenruder nicht stehen lassen. Ja. So, und wieder ausleiten. Ja, super. Sehr gut. Ein bisschen schief ist der Fahren immer mal. Also, ich würde es ja jetzt noch nicht nur bewerten, aber
gerade Außenfahrt ist schon absolut gerade, sagt er. So, dann machen wir nochmal 90 Grad nach rechts. 90 Grad nach rechts. Ja. Gucken. Ja, genau. Beides rein. Neutral lassen. Ja. Flieger gleiten. Wenn er jetzt schief ist, dann kannst du entweder quer oder in die Richtung oder rein oder dagegen. Ah ja, okay. Also im Prinzip, ich sag dir das gleich mal. Weil die Funktion der Fahrt, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Seitenruder drin stehen, dann mal zeigt dir das. So. Ah, okay. So, ich habe jetzt, ich zeig dir mal. Jetzt steht das Seitenruder, das rechte steht drin. So. Ja. Jetzt ist der Fadenach in die Seite, wo ich das Seitenruder drin stehe. Genau. Das heißt, ich mache mit. Nochmal gegen, damit der Faden gerade wird. Und wenn ich eine Fläche hängen habe, dann muss ich in Fadenrichtung korrigieren, weil da hängt die rechte Fläche und der Faden weht nach links aus. Auch im Unterschied. So, jetzt haben wir noch Seite. Okay, dann drehen wir 180 Grad Kurve nach links und fliegen zur Position. Okay, 180 Grad nach links, links gucken. Gucken, genau. Einleiten. Und beides auf neutral. Beides auf neutral. Ne? Faden mal beobachten. So. Okay. Gehst du die Kirche weg und dann ist es dran. Und ausleiten. Genau. Okay, nee, du bist gut. Ja? Fantastisch. Jetzt sind wir hier. Immer ausreichend Abstand vom Platz, es sei denn starker Seitenwind. ASK 21 Boberg Süd. Winkel nicht, ne? Ja, wir müssen noch weiter vorne, wenn nicht raus. Ne? Okay. So, Fahrt beibehalten. Genau. Dann drehen wir ein. Okay, der andere wird gleich starten. Ja. So, jetzt nimmt man die Klappe ein bisschen raus nur. Genau. Hier haben wir immer hohe Bäume, ne? Das ist ein grüner Dieselstart. Ein bisschen mehr klappen, ne? Mit dir macht das irgendwie, ich weiß nicht. Was denn? Mit dir macht das irgendwie Laune. Ich weiß nicht. Freut mich zu hören. Das soll es ja auch machen. Das ist ja der erste, das ist ja der Hauptgrund, warum man das macht. Das soll Spaß machen. Ne? Das ist, naja, auch so eben mit den Kurven, wenn man dann noch was lernt, irgendwie, wieder zurück und so, das finde ich schon gut. Einerseits muss man das verstehen, aber ganz wichtig ist, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Ja. Deswegen ist es auch immer so, dass ganz junge Leute, ne, 14, 15, die denken da gar nicht drüber nach. Ja. Die setzen das einfach, das was man sagt, setzen die einfach gefühlsmäßig um. Ja. Ne? Und in unserem Alter denkt man da immer mehr drüber nach, wie muss ich das denn jetzt machen und so. Ne? Aber du hast ja, bist ja da absolut vorgeprägt, das merkt man ja auch, dass du ein gutes Gefühl dafür hast. Ach, sehr schön. Raus aus dem Schlitten.